Moin Moin, hier aus den Redaktionsräumen des Hamburger Abendblatts. Mein heutiger Gast ist Lars Heider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und einer von 279.800 Einwohnern meines Wahlkreises Hamburg-Nord-Alstertal. Das Hamburger Abendblatt hat wie viele klassische Printmarken oder Verlagsmarken die große Herausforderung, in Zeiten einer sich ändernder Mediennutzung eine neue Strategie festzulegen und zu schauen, wie man auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Was ist denn da eure Strategie, damit das Hamburger Abendblatt vielleicht in einigen Jahren noch stärker ist als jetzt? Wir sind ganz froh, dass wir, anders als die meisten anderen Medienmarken, uns schon vor etwa 10 Jahren entschieden haben, für die Inhalte, die wir im Internet verbreiten, Geld zu nehmen. Also wir haben immer schon das, was man heute eine Paywall nennt oder ein Abo-Modell. Und das zahlt sich jetzt in den vergangenen Jahren aus. Wir haben etwa 30.000 digitale Abonnenten bei uns. Die Zahl wächst im Moment so zwischen 80 und 100 am Tag. Und wir konzentrieren uns wirklich darauf, mit welchen Inhalten wir möglichst viele neue Abonnenten gewinnen können. Und das funktioniert ganz gut. Könnte dabei auch eine Art Spotify für Verlage oder Medienhäuser hilfreich sein? Also ich glaube, das Hilfreichste für alle Medien ist, dass wir es schaffen, uns möglichst, soweit es geht, unabhängig zu machen von irgendwelchen anderen Plattformen. Sondern das Ziel muss ja sein, dass die Leute auf abendblatt.de kommen. Weil wir sehen das jetzt, ne, also egal was, so schön, wenn man freut sich über Traffic, der über Google kommt, der über Facebook kommt, aber dann ändert die irgendwas an ihrem Algorithmus und plötzlich kommt der Traffic vielleicht nicht mehr. Deshalb muss das Kernziel muss sein, die Marke so stark zu machen, dass die Leute direkt auf abendblatt.de kommen. Das passiert in Hamburg dankenswerterweise sehr, sehr schön. Also Abendblatt ist eines der meistgesuchten Wörter bei Google. Und wenn Leute dann bei Google Abendblatt eingeben und auf unsere Seite kommen, ist das auch gut. Nur was wir versuchen müssen, ist uns so unabhängig, wie es irgend geht, zu machen von irgendwelchen Plattformen, die dann am Ende unser Geschäft machen und dass dieses Geschäft im Zweifel dann auch natürlich vor dem Hintergrund der eigenen Interessen machen. Also siehst du das Ganze eher kritisch? Ja, also ich sehe so, wie ich es gesagt habe, entscheidend wird halt sein, dass du selber als Marke stark wirst. Das kannst du als Abendblatt nur in einem begrenzten Raum, nämlich im Raum Hamburg und Umgebung. Da musst du deine Inhalte drauf einstellen. Wir sind ja in dem Bereich unterwegs, in dem zum Beispiel Facebook und Google die größten Schwierigkeiten haben. Und wo Facebook und Google sagen, das ist der Bereich, in den wir nicht rein wollen, nämlich der Bereich der lokalen Nachrichten, weil der von den Usern sehr honoriert wird, weil der als besonders glaubwürdig, vertrauenserweckend gilt und so. Und da haben wir echt unsere Chance, wenn wir uns als Abendblatt darauf konzentrieren, hier in Hamburg und in der Region die Besten zu sein, die mit den besten Inhalten. Und dann werden die Leute auch auf abendblatt.de kommen. Dann würde ich ungern noch irgendwie da was, also im Idealfall kommen 100% der Leute auf abendblatt.de. Dann bin ich ein glücklicher Mensch. In dem Zusammenhang ist auch mal ganz wichtig, dass es gute medienpolitische Rahmenbedingungen gibt. Wir haben als CDU ja das Ziel, dass wir nicht nur die großen Konzerne wie Facebook, wie vielleicht auch Amazon, wie Google im Bereich der Medien eine Rolle spielen oder die großen TV-Sender wie RTL, sondern dass auch klassische Marken wie das Hamburger Abendblatt eine wichtige Rolle in der Presse und in den Medien spielen, weil das natürlich für die Demokratie und für die Pressevielfalt im Land ganz, ganz wichtig ist. Und was wünschst du dir da als Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, was für politische Rahmenbedingungen es gibt, damit auch das Hamburger Abendblatt und andere Medienmarken in Zukunft erfolgreich arbeiten können? Neulich hat ein Geschäftsführer eines großen deutschen Zeitungshauses mal gesagt, ich finde, das stimmt leider, wenn man es nicht besser wissen würde, würde man denken, die Politik hat sich eigentlich aktuell mit all dem, was sie beschließt, gegen genau diese Zeitungen und zum Teil auch Zeitschriften verschworen. Denn viele Entscheidungen, die getroffen sind, führen natürlich dazu, dass es den Zeitungen, den Medien in Deutschland eher schlechter geht. Ich sage nur Datenschutzgrundverordnung. Die ist aus einem anderen Grund eingeführt worden. Das weiß ich schon. Ich weiß auch schon, dass es irgendwie das eine oder andere Berechtigung hat. Nur sie führt natürlich dazu, dass es unsere Arbeit viel, viel schwerer macht, zum Beispiel Abos zu generieren. Das andere Thema ist das Thema Mindestlohn. Auch sicherlich sinnvoller. Nur führt es dazu, dass gerade in den Flächenländern die Zustellkosten derart groß geworden sind, dass man damit fürchten muss, dass es demnächst Zeitungen geben wird, die ihre Arbeit einstellen müssen, weil die Zustellung zu teuer geworden ist. So. Kommt hinzu, dass viele Politiker natürlich selber aktiv sind, dass es natürlich besser ist, wenn man seine Nachrichten selber macht, seine Meldungen selber macht. Also ehrlich gesagt haben es die Zeitungen, insbesondere die Zeitungen, im Moment so schwer wie nie zuvor. Es kommt dazu, dass die Papierpreise extrem gestiegen sind und, und.
Also da würde ich mir manchmal tatsächlich wünschen, dass auf diese besondere Branche etwas stärker Rücksicht genommen wird. Das wird wahrscheinlich erst dann passieren, wenn in einigen Landstrichen auf einmal keine Lokalzeitungen mehr erscheinen. Deswegen wollen wir als CDU ja auch verhindern, dass es einen Mindestlohn für Schüler gibt, weil genau dann würde das Austragen der Zeitungen und Zeitschriften noch weiter erschwert werden und wahrscheinlich für viele unbezahlbar. Die Frage ist irgendwie, in einigen Bereichen wird man sich wahrscheinlich überlegen müssen, entweder man subventioniert das eines Tages, ja, oder tatsächlich die Zeitung kann wie bisher nicht mehr von Haus zu Haus transportiert werden. Das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass am Ende dieses wichtige, für die Demokratie so wichtige Instrument, nämlich die gedruckte Zeitung, daran scheitert, dass ihre Zustellung zu teuer wird. Aber genau das passiert gerade, und so richtig hat das, glaube ich, also zumindest die, die den Mindestlohn getrieben haben, haben diesen besonderen Punkt, glaube ich, nicht so richtig im Blick gehabt. Nochmal eine letzte Frage. Wenn du nicht Chefredakteur des Hamburger Abendblatt wärst, sondern Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, welche drei politischen Initiativen würdest du sofort anpacken? Also was ich merke, und es ist, glaube ich, nicht nur ein Problem in Großstädten, das ist in ganz Deutschland ein Problem, ist die Frage, wie können sich die Leute noch das Leben leisten, also insbesondere wenn es um Wohnungen, um Häuser etc. geht. Also es gibt kaum ein Thema, über das ich zum Beispiel mit unseren Lesern in Hamburg mehr spreche, als die Frage, meine Güte, wie die Mieten steigen, wie ganz normale, gut verdienende Leute sagen, ich kann mir in Hamburg kein Haus mehr leisten. Wie irgendwie uns mir neulich eine Leserin erzählt, dass sie im Jahr 2006, glaube ich, eine Wohnung in Eppendorf, was ja ein ganz guter Stadtteil ist, 120 Quadratmeter für 400.000 Euro gekauft hat. Die hat sie dann 2010 für 470.000 Euro weiterverkauft und die ist im vorvergangenen Jahr für 1,4 Millionen Euro verkauft worden. Also es ist eine Preissteigerung, kann ich gar nicht so schnell ausrechnen, um mehr als das Dreifache. Also der erste Punkt war, das Wohnen muss halt bezahlbar bleiben und dazu mussten die Leute in die Lage versetzt werden, dass sie sich Häuser kaufen können. Das ist ja der Traum, den ganz viele Leute haben und viele sagen einfach, ich werde mir in meinem Leben kein Haus kaufen können, und zwar möglichst flächendeckend. Der zweite Punkt ist sicherlich, vielleicht aus Hamburger Sicht besonders stark, aber auch sonst das ganze Thema Infrastruktur, Verkehr. Und dabei meine ich natürlich auch jetzt die digitale Infrastruktur. Da muss Deutschland halt wirklich nicht nur auf Autobahnen, da muss man sich schnell bewegen können, sondern muss sich auch an den entsprechenden digitalen Netzen schnell bewegen können. Und der entscheidende Punkt, finde ich, ist der, ich weiß nicht, wie ein Bundeskanzler das hinkriegen soll, aber wir brauchen tatsächlich eine Verständigung über Dinge, von denen alle Leute sagen, ja, das ist wichtig für uns. Und mein Gefühl ist, dass es so eine Vereinzelung der Interessen gibt. Dass es gar nicht mehr darum geht, irgendwie, was ist denn für so eine Stadt wie Hamburg wichtig, was ist für alle Deutschen wichtig, sondern die Leute fragen sich, was ist für mich wichtig. Und was für mich wichtig ist, mir völlig egal, was für den anderen wichtig ist, was für mich wichtig ist, das interessiert mich. Und das ist das Kernproblem, deshalb ist es auch so wichtig, dass es in irgendeiner Form Plattform, Medien, was auch immer gibt, auf denen alle Leute sich eine Meinung über das bilden können, was alle angeht und nicht nur das, was jeden Einzelnen angeht. Wir sehen das in einer Stadt wie Hamburg, wo in der Zwischenzeit mehr als die Hälfte der Haushalte Single-Haushalte sind. Da sieht man, in welche Richtung das Ganze führt und das Land, die Menschen wieder zusammenzuführen, dass man sich einig ist, dass bestimmte Dinge halt nicht zur Disposition stehen. Ja. Demokratie, Mitarbeit in Parteien, Ehrenamt, so. Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste. Und da müsste es jemanden geben, der genau das würde ich als Bundeskanzler angehen. Ansonsten bin ich, glaube ich, ganz froh, dass ich nicht Bundeskanzler bin. Ganz herzlichen Dank für die Ausführungen und die verschiedenen Themen, die wir angesprochen haben. Und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Podcast mit Bundesverkehrsminister Scheuer. Du hast angesprochen, Thema Mobilität ist ganz, ganz wichtig. Und auch da werden wir viele spannende Fragen haben.